Wir kennen es alle und lieben es alle, das jährliche Umstyling bei Germany's Next Topmodel. Mit Snacks auf der Couch können wir bei dieser Folge ganz entspannt zuschauen, wie die Teilnehmerinnen der Sendung von Heidi und ihren Stylisten zu Models mit einzigartigen Looks transformiert werden. Auch wenn das ein oder andere Tränchen fließt, ist der Vorher-Nachher-Effekt doch immer wieder verblüffend. Mitgemacht hat dieses Prozedere auch Jackie Fruck. Die Siegerin der letzten Staffel zeigt sich auf Instagram gerne ungeschminkt und ganz natürlich. Von Glitzer und Glamour im Alltag keine Spur. Bei ihrem Topmodel-Umstyling à la Heidi Klum muss sie sich damals jedoch von ihrer Naturmähne verabschieden und bekommt einen Kupferton verpasst, den sie etwa ein Jahr trägt. Pünktlich zum diesjährigen Umstyling wagt die 22-Jährige nun jedoch eine Typveränderung und verabschiedet sich von ihrer alten Haarfarbe. In diesem Post zeigt sie ihre Haarveränderung. Die, wie sie sagt, penetrante Kupferfarbe ist passé. Stattdessen umrandet ihr wunderschönes, natürliches Gesicht nun eine dunkelbraune Mähne. Den Grund für die Veränderung liefert Jackie in der Bildbeschreibung. Die Kupferfarbe ist so penetrant, dass sie sich von keiner einigermaßen natürlichen Farbe langfristig überdecken lässt. Somit spiele ich in meinen Längen momentan einfach mit ein paar Brauntönen. Ich liebe das Kupfer zwar mittlerweile sehr, aber es ist mir einfach zu aufwendig. Jackie möchte gerne zu ihrer dunklen Naturhaarfarbe zurück. Ein Schritt, den ihre Showkollegin Anastasia nicht macht. Sie muss sich letztes Jahr von ihren langen Haaren verabschieden und trägt seitdem eine moderne Kurzhaarfrisur. Ein Albtraum vieler Teilnehmerinnen, den sich auch die Gewinnerinnen Lena Gerke und Kim Hinsko stellen müssen. Letzten Endes sehen die Models in allem toll aus. Wir freuen uns auf spannende Vorher-Nachher-Bilder.